Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu unserem Gespräch mit dem Bundestagsabgeordneten Sören Pellmann. Hallo. Hallo. Er ist von der Fraktion Die Linke im Bundestag und ist Obmann im Ausschuss für Bildung und Forschung, Technologieentwicklung. Genau. Und Sören, magst du vielleicht mal was zu dir sagen? Ja, mein Name ist Sören Pellmann. Ich bin seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages. Vorher war ich als Lehrer tätig und sehe das hier quasi so als einen Lebensabschnitt, wie das vielleicht viele tun. Lehrer ist doch eigentlich auch ein super toller Beruf. Das ist schön, dass du das siehst. Das sehen den Auf Schülern nicht jeden immer Fall. so, ich weiß. Ja, in Sachsen, naja, bei den Arbeitsbedingungen, ne? Aber das ist das Thema. Und wen haben wir hier noch? Caro, magst du dich vorstellen? Sehr gerne. Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich bin Caroline, begrüße euch heute mal aus meinem Homeoffice-Büro in Fulda aus der Heimat. Ganz ursprünglich sitze ich aber in Berlin, bin dort zuständig als Landesjugendsekretärin für die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, kurz auch NGG genannt, und bin zuständig für uns für den Landesbezirk Ost. Dazu zählen Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und das schöne Thüringen. Dankeschön. Und Ja. ja, vielleicht noch kurz zu meiner Wenigkeit. Ich bin die Marleen. Ich bin hier die Bezirksjugendsekretärin für den DGB in Sachsen und verantwortlich sozusagen für die Jugendarbeit und für die Führung des Jugendverbandes der DGB-Jugend hier vor Ort in Sachsen. Und unsere Stimme aus dem Off, Paul, magst du dich noch mal kurz vorstellen? Hey, genau, Paul Fietz mein Name, bin Jugendbildungssekretär beim wunderschönen Deutschen Gewerkschaftsbund Bezirk Sachsen. Bin jetzt aufgrund der Aufnahmetechnik hier leider nur mit Ton zugeschaltet, aber ja, genau. Und zuständig für die Berufsschularbeit und wenn ein wenig Zeit bleibt, auch ja, für die Hochschulgruppen und die Studierendenarbeit. Ja, danke schön. Ja, Sören, wir haben dich ja heute darum gebeten, mit uns in Austausch zu treten. Die Corona-Krise hat die berufliche Bildung erfasst. Wir haben Berufsschulen, die zubleiben. Es müssen Betriebe dicht machen oder Kurzarbeit anmelden. Und ja, es findet teilweise keine Ausbildung mehr statt. Azubis müssen Zwangsurlaub nehmen, sind in Kurzarbeit, haben keine Ausbilderin mehr und der theoretische Berufsschulunterricht ist auch zum Erliegen gekommen. Es drohen auch einfach drastische Rückgänge bei den Ausbildungsverträgen. Und ja, die Wirtschaft nutzt die Gunst der Stunde und fährt natürlich auch Angriffe auf Bewegungsschutzrechte. Wir möchten gerne mit dir gemeinsam ja, in Austausch treten, vor allen Dingen auch in Bezug auf deine Tätigkeit als Obmann im Ausschuss für Bildung. Wie wird es denn da wahrgenommen? Wie wird das denn da diskutiert? Kannst du uns einen Eindruck davon vermitteln? Naja, die Situation ist tatsächlich sehr präsent in ganz verschiedenen Bereichen. Das, was die Interessen von Auszubildenden betrifft, in ganz unterschiedlichen Bereichen. Das gibt ja auch unterschiedliche Arten von Ausbildung. Wir haben auch viel mit Studierenden zu tun, über die wir vielleicht heute nur am Rande sprechen werden. Aber gerade bei den Auszubildenden haben wir die Situation, wenn ich mir den Wahlkreis anschaue, aus dem ich zum Beispiel direkt selber komme. In Leipzig war die Situation bei den Handwerks-Azubis, dass ein Drittel vor der Kündigung bzw. vorzeitigen Beendigung ihres Ausbildungsverhältnisses gestanden haben. Die Kammern haben sich dort versucht zu engagieren. Die Stadt Leipzig hat sich engagiert. Der Freistaat hat sich engagiert. Das eigentliche Problem, was du ja auch angesprochen hast, die geschlossenen Berufsschulen. Man hat jetzt so die Abschlussklassen wieder in Sachsen geöffnet, aber da ist auch ganz viel liegen geblieben. Und ob Homeschooling im Berufsschulbereich so gut funktioniert, das wage ich mal ein Stück weit zu bezweifeln. Und ist es denn im Ausschuss für Bildung auch, also wir wollen ja sozusagen da auch Abhilfe, wir wollen einen Schutzschirm für Auszubildende, erste Ansätze, die im Ausschuss diskutiert werden, wie wir die ganzen Probleme, die da auf uns zurollen, die ja jetzt auch schon da sind, wie man die auffangen kann? Naja, wir hatten als Fraktion gemeinsam auch mit den Grünen beantragt, dass man einen Schutzschirm für Auszubildende, für Studierende, also tatsächlich für gerade auch in prekären Situationen befindliche junge
Menschen aufzuspannen. Da hat insbesondere das Bundesarbeitsministerium gesagt, finden wir eine gute Idee. Auch der Bundesarbeitsminister fand das gut. Der Bundesfinanzminister fand das nicht ganz so prickelnd. Es gab da also so einen internen Streit zwischen den Ministerien, weil dann die Frage war, wer soll es denn am Ende bezahlen? Und dann hat man ein Stück weit diesen schwarzen Peter oder wie auch immer man diese Karte dann nennen will, an die Bundesländer gespielt und gesagt, vielleicht können die oder sollten die die Ansprechpartner sein, hier zu reagieren und entsprechende Schutzschirme aufzuspannen. Im Freistaat Sachsen gibt es da ja auch Überlegungen, aber auch da sind wir noch nicht wirklich vorangekommen. Wir haben ja jetzt sozusagen die Situation in Sachsen, dass der Schutzschirm für Schutzschirm für Auszubildende benannt, sich aber schlussendlich trotzdem auch um eine Art Betriebsförderung handelt. Sprich, die Betriebe sagen, wir müssen 6 Wochen lang gemäß § 19 BBIG unsere Auszubildenden weiter bezahlen. Das können nicht und deshalb brauchen wir finanzielle Hilfen für diese 6 Wochen. Unsere Position ist das nicht, das muss man auch gleich mit dazu sagen, weil wir schlussendlich da auch gar keine Lösung für die Probleme sehen, sondern es ist eher ein Aufschieben. Wie hast du das wahrgenommen, dieser Schutzschirm, der hier in Sachsen sozusagen auch breit Anwendung findet? Weil er hilft ja schlussendlich den Auszubildenden nur bedingt. Naja, das einzige Positive, was ich dem abgewinnen kann, dass das im Gegenzug die Garantie beinhaltet, dass die Arbeitgeber verpflichtet werden, den Ausbildungsplatz auch weiter vorzuhalten. Weil das ist tatsächlich das, was ich als einziges als Vorteil aus diesem Schutzschirm sehe. Für die Auszubildenden selber ist es eben tatsächlich nur für mehrere Wochen eine Sicherheit. Und es kommt ja auch darauf an, in welcher Phase der Ausbildung der oder diejenige gerade steckt, die Perspektive und wie lange es anhält, das wissen wir alles nicht. Deswegen ist das ein Stück weit zu kurz gedacht. Und mir wäre es wichtiger gewesen, auch die Garantie dem Arbeitgeber abzuverlangen, dass der oder die Auszubildende dann auch die Ausbildung entsprechend fortsetzen und beenden kann. Ja, genau da sozusagen setzen wir halt auch an. Kurzarbeit ist für uns sozusagen auch ein No-Go, weil die Ausbildung ja schlussendlich auch ein Lernverhältnis ist. Mhm. Es hat sozusagen nichts mit der wertschöpfenden Tätigkeit eines Betriebes zu tun. Und wir haben uns natürlich auch die Frage gestellt, okay, jetzt ist mehr Zeit da. Warum nicht Ausbildungslerninhalte vorziehen? Warum nicht sozusagen diese Ausbildung auch fortsetzen? Warum ist das sozusagen aktuell nicht möglich? Hast du da Erfahrung gemacht, dass Betriebe da sozusagen, also wie die Argumentationen sind, weil die erschließt sich uns nicht sozusagen? Na, wir haben ja in verschiedenen Ausbildungsberufen die Situation, dass tatsächlich auch die Arbeitgeber frohe Hoffnung sind, persönlichen Nachwuchs sich auch für die eigenen Unternehmen heranzuziehen, auszubilden. Bei den Arbeitgebern habe ich die Situation erlebt, dass sie viel tun würden, um auch ihre Auszubildenden zu halten, zum Teil auch zu sagen, okay, das finanzielle Risiko, das ist für mich überschaubar, auch wenn vielleicht Einnahmen wegbrechen. Und das ist eine Situation, die ich mir wünschte, so sollte ein guter Arbeitgeber zu sein. Wir reden immer über Fachkräftemangel. Und wenn man aber den Jugendlichen gar nicht die Chance gibt, eine entsprechende Ausbildung zu machen, wo sollen denn die Fachkräfte bitte herkommen? Ja, Caro, vielleicht mal bei dir Blick auf deine Branche. Ich meine, das betrifft, glaube ich, auch zum großen Teil hier in Sachsen, dass vor allen Dingen das Gastrogewerbe sozusagen darauf gedrängt hat, dass diese 6 Wochen Azubi-Vergütung jetzt vom Freistaat Sachsen übernommen werden. Wie schätzt du das ein? Was passiert gerade an der Basis? Ja, ist natürlich gerade ein spannender Prozess. Vielleicht nochmal kurz vorwegnehmend, es gibt da ja ein Delta zwischen dem, was gerade bei uns in den Branchen sich abspielt. Auf der einen Seite hat man irgendwie die Lebensmittelindustrien, die derzeit natürlich irgendwie ihre Schichten hochfahren und wo die Produktionen gerade auf Hochtouren laufen. Und dann, das hatte Marlene ja gerade schon eingangs angesprochen, das Hotel- und Gaststättengewerbe, was ja gefühlt gerade so komplett auf Null runtergefahren ist und jetzt langsam die ersten Überlegungen wieder anstehen, Betriebsöffnungen vorzunehmen. Und ich will das gar nicht so sehr spezialisieren irgendwie auf den Teilbereich in Sachsen, sondern vielleicht auch einfach so eine bundesweite Wahrnehmung, gerade zum Hotel- und Gaststättengewerbe und den Arbeitgeberforderungen natürlich auch vom DEHOGA, dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband, der sich da natürlich so ein bisschen aus der Verpflichtung
zu stehlen versucht, indem er natürlich irgendwie dadurch argumentiert, in den letzten Jahren hat man ja viel getan, was Ausbildungsvergütung anbelangt, hat versucht, die Branche attraktiver zu gestalten, wieder neue Ausbildungsplätze angeboten und man, also man sieht es ja, dass mehr ausgebildet wird in den Teilbereichen und dass jetzt die Betriebe quasi wieder dieses wirtschaftliche Risiko tragen in der Zeit von Corona, zu sagen, hey, wir verpflichten uns dafür und bilden schon aus und jetzt sind wir irgendwie die leidtragenden Betriebe und sollen irgendwie den Auszubildenden oder den Azubis in dieser Branche noch 6 Wochen irgendwie die Ausbildungsvergütung vorzahlen. So. Und für die ist das natürlich ein gefundenes Fressen, jetzt gerade dieser Schutzschirm auch, zu sagen, da gibt es irgendwie diese Fördermöglichkeiten und Mittel. Ja, und das findet auf jeden Fall breiten Zuspruch und wird definitiv genutzt und ist aber halt eben nicht im Sinne der Auszubildenden. Also Sören, du wirst es ja selber auch aus deinem betrieblichen Alltag noch von früher kennen als Schüler, dass auch irgendwie diese sozialen Ungleichheiten ja mittel- und zwangsläufig ja dann auch irgendwie in Bildungsungerechtigkeit sich widerspiegelt. So, und gerade auch in Zeiten, in denen die Berufsschulen zu haben und die Betriebe zu haben, ja, führt das eine zwangsläufig zum anderen. Genau, das sind so die größten Baustellen aktuell. Ja, wenn ich da vielleicht zumindest noch einhaken darf, das ist ja genau eine Problemlage, die wir sowohl auf kommunaler Ebene, aber auch hier in Berlin uns zahlreiche Mails von Auszubildenden, von Schülerinnen und Schülern, aber auch von Eltern erreichen, die eben gerade in das Homeschooling getrieben werden und gar nicht die finanziellen Voraussetzungen haben oder die sächlichen Voraussetzungen, wo im flachen Land gegebenenfalls die Internetverbindungen nicht ausreichen, wo eben keine Computer, Laptops, Tablets oder Smartphones zur Verfügung stehen oder Einzelne sich auch an uns gewandt haben, dass eben kein Drucker zur Verfügung steht oder kein Druckerpapier oder Toner beziehungsweise Tinte für den Drucker, wo auch keiner sagt, wer soll das denn bezahlen? Und dort haben wir das, was du angesprochen hast, die Schere, die eh schon weit auseinander geht, dass Jugendliche, die vielleicht aus nicht so gut gestellten Familien kommen, es deutlich schwerer haben, jetzt auch in Zeiten, wo Homeschooling das Wort der Stunde ist, nochmal deutlich mehr abgehängt werden und auch dadurch schwierigere Lernbedingungen haben. Hinzu kommt ja noch, dass die 6 Wochen ja jetzt auch um sind und die Betriebe, die Kurzarbeit angemeldet haben, ja, schlussendlich auch für den Auszubildenden, was für uns, wie gesagt, ein No-Go ist. Wir haben eine aktuelle Azubi-Vergütung im Durchschnitt im Osten von 670 Euro, im Westdeutschland sind es 800. Ja, rechnen wir uns mal die 60% aus. Soll jetzt jeder Auszubildende jetzt Hartz IV beantragen? Ich meine, ein junger Mensch, 16, 17, 18 Jahre, steht schlussendlich dann auch, er ist Verpflichtungen eingegangen, ob das der Handyvertrag ist oder das WG-Zimmer, wo er sozusagen seine Ausbildung macht, ja, das kann er schlussendlich nicht mehr zahlen, muss zu seinen Eltern und die sind auch in Kurzarbeit, also es ist eine Spirale nach unten, wenn das hier so weitergeht, wenn man Azubis sozusagen dann auch auf Kurzarbeitergeld schickt. Also das ist sozusagen auch noch eine Problematik, die von der Politik überhaupt noch nicht angegangen wird, dass auch der junge Mensch, der keine Rücklagen hat, der zum ersten Mal im Berufsleben steht, schlussendlich mit der Situation auch allein gelassen wird. Ja, da ist ja die Situation, dass ein Azubi gar nicht so leicht Hartz IV beantragen kann, sondern der erst Berufsausbildungsbeihilfe beziehen müsste. Ehe das durchgeht, da hat die Regierung jetzt ein Stück weit die Sozialgesetze versucht zu öffnen, aber das ist, da bin ich völlig bei euch, der völlig falsche Weg. Also jemanden, der quasi zu Beginn seiner beruflichen Karriere steht, im Ausbildungsstadium sich gerade befindet, da schon Steine in den Weg gelegt kriegt und irgendwie da man eben 100 oder 150 Euro und viel mehr geht es dann ja für den Einzelnen nicht, aber für den es betrifft, ist das eine Menge Geld und der oder die hat dann eben ganz schön zu knabbern. Du hast es gesagt, wer ein WG-Zimmer hat oder irgendwie Handyvertrag oder vielleicht auch irgendwie Führerschein noch auf Raten gemacht hat oder. Das sind alles Dinge, die müssen ja weiter bedient werden und da fragt dann auch keiner, weder der Handyverkäufer oder Anbieter noch die Fahrschule, na, wenn du es jetzt nicht bezahlen kannst, ist ja dein Problem. Ja, also das, genau, also jetzt in Kurzarbeit, um auch nochmal ganz klar zu machen, also für uns ist sozusagen Kurzarbeit überhaupt, also für Auszubildende überhaupt in der Beziehung nicht tragbar, weil ja die Ausbildung auch ein Lernverhältnis ist und da muss der Betrieb auch einfach Sorge dafür tragen, dass das fortgesetzt werden kann und da sind wir uns ja auch an der Stelle einig und da muss
auf alle Fälle auch was auf der Bundesebene passieren. Ich mit dem Blick sozusagen auf die Forderungen würde ich jetzt gern auch weitergehen. Thema Prüfungen, Zwischenprüfungen, Abschlussprüfungen. Ja. Also die Zwischenprüfungen fallen teilweise ersatzlos aus, auch hier in Sachsen. Wir haben aber gemäß BEBIG die Verpflichtung, eine Zwischenprüfung zu absolvieren, erfolgreich, um dann auch zur Abschlussprüfung zugelassen zu werden. Wie können wir Rechtssicherheit schaffen? Also ich glaube, das ist ein Themenkreis, das ist dem Freistaat Sachsen durchaus bewusst. Das ist ja, das BIPOC gilt ja nicht nur in Sachsen, sondern auch in allen anderen Bundesländern, dass man da über Rechtsverordnung Rechtssicherheit schaffen muss, weil was nicht funktioniert, dass insbesondere die Jahrgänge, die jetzt gerade in der Phase der Zwischenprüfung oder dann, sprechen wir vielleicht gleich noch drüber, in der Phase der Abschlussprüfung sind, gegebenenfalls dann deren Berufsabschluss weniger wert ist oder abgewertet wird. Das haben wir bei den Studierenden ähnlich, bei den Abiturienten wird es gerade diskutiert, bei denen, die Oberschule abschließen, sind denn die Schulabschlüsse, die Berufsabschlüsse in der Vergleichbarkeit beziehungsweise in der Wertigkeit dann denen ohne Corona tatsächlich gleichgestellt? Und ich glaube, das müssen wir garantieren, weil keinem Jugendlichen kann irgendwie nachgesagt werden, naja, weil du halt im falschen Jahr deine Ausbildung gemacht hast, weil ja gerade Corona war, ist dein Job oder deine Ausbildung weniger wert als die deiner mit Azubis von vorigem Jahr oder die dann vielleicht nach Corona kommen. Das darf nicht sein. Also es darf nicht zum Nachteil der Azubis werden. Genau, das ist der Punkt. Also wir möchten gerne sozusagen, dass es eine befristete Gesetzesänderung gibt im Paragraph 43 BEBIG, weil wir natürlich auch die Gefahr sehen, dass wenn die Abschlussprüfungen jetzt auch noch nach hinten verschoben werden, das Ausbildungsverhältnis endet. Nach 3 Jahren endet das Ausbildungsverhältnis. Sprich, der Betrieb ist dann auch nicht mehr in der Verpflichtung, weiter auszubilden. Der Auszubildende hatte natürlich auch in dieser Corona-Zeit mit Kurzarbeit gar nicht die Möglichkeit, seine Inhalte dann auch zu lernen. Und ja, jetzt ist es so, dass gemäß Antrag sozusagen eine Verlängerung beantragt werden kann. Da möchten wir gerne, dass es sozusagen der Regelfall wird, dass die Ausbildung verlängert wird für diese Problemfälle, um schlussendlich nicht schon wieder die Verantwortung an den jungen Menschen abzugeben, der es dann vielleicht verschläft, der dann vielleicht noch seine Freundin im Kopf hat, wie das halt ist in der Jugendphase. Ja, da muss es einmal eine Sicherheit geben, dass es eine automatische Verlängerung gibt der Ausbildungszeit, inklusive natürlich auch Fortzahlung, ne? Also die Vergütungsfortzahlung. Auch das ist sozusagen eine ganz, ganz wichtige Forderung, wo wir dich brauchen einfach als Partner sozusagen an unserer Seite. Also das ist zum einen durchs Bundesministerium für Arbeit und Soziales zugesichert worden, das auch so entsprechend per Rechtsverordnung sicherzustellen, dass der Automatismus kommt. Das ist auch mit den Kammern besprochen worden, dass es dort nicht zum Nachteil wird. Und bei den Kammern ist ja insbesondere dann immer auch die Argumentation, dass man natürlich die Auszubildenden, auch wenn sie fertig sind mit der Ausbildung, dann natürlich als Fachkräfte wieder braucht, um mit dem Argument versucht dann auch über die Kammern Druck auf die Ausbildungsbetriebe zu machen, dass sie das auch einhalten und dass es nicht die 6 oder 8 sind. Wobei wir wissen ja eben nicht, gibt es gegebenenfalls noch mal eine zweite Welle, kommt da mal noch irgendwie vielleicht was. Deswegen, es kann ja auch sein, dass wir gegebenenfalls in 6, 8 Wochen feststellen, wir müssen den Lockdown wieder anziehen und die Berufsschulen haben wieder zu, es finden keine Prüfungen statt. Auch dafür braucht man vielleicht den Plan B. Und dann wäre dieser Automatismus, dass man sagt, die Nachteile automatisch auszugleichen und zu sagen, der oder die Azubis können ja nichts dafür und daraus kein Nachteil entstehen, dass das automatisch erfolgt und nicht irgendwie hunderte Seiten Anträge geschrieben werden müssen, die dann irgendwer noch abstempelt und genehmigt. Das ist der völlig falsche Weg. Und gerade für einen Azubi, der hat dann, du hast es beschrieben, auch noch andere Dinge im Kopf, als irgendwie Anträge zu schreiben. Ja, auf jeden Fall. Das ist gut, dass wir uns da sozusagen auch ja, einig sind. Da muss es sozusagen einfach einen Regelfall geben, dass das einfach ein Automatismus ist, der dort stattfindet, der nicht zum Nachteil wird. Wir haben jetzt auch noch von der IG Metall zurückgemeldet bekommen, dass langsam auch versucht wird, die Übernahmegarantien und Zusagen schrittweise zurückzufahren. Also wir haben schlussendlich einen jungen Menschen, der sich die ganze Zeit bemüht, ja, der sagt, hier, ich habe meinen Abschluss von 2 von 3, ich werde übernommen. Und jetzt beginnt sozusagen das, wir haben Fachkräftemangel, das kurzfristige Denken sozusagen, oh, wer weiß, wie die Zeit wird und wir nehmen die Übernahme teilweise zurück. Also auch das ist eine große Problematik, die wir hier gerade sehen und da muss es höchstwahrscheinlich auch Anreize geben, diese Übernahme zu sagen, auch einzuhalten, ne?
Also das ist ja eine Problemlage, die schon ein Stück weit aus der Situation folgend ist, weil das ist eine Perspektive, man kniet sich rein, man gibt sein Bestes, weil man ja eigentlich die Zusage hat, okay, der Ausbilder übernimmt dich dann auch, du hast da eine Perspektive, du kannst vielleicht auch schon mal ein Stück so mit Lebensplanung beginnen, das klingt jetzt alles vielleicht ein bisschen sehr technokratisch, aber auch mal einen Weitblick zu haben über die Azubi-Zeit hinaus, wo es mal hingeht und dann vielleicht auch den einen oder anderen Traum zu erfüllen, wenn man sagt, okay, ich bin dann beruflich einigermaßen safe und dann kommt jemand und sagt, nee, die Situation ist jetzt halt schwierig und wir sehen uns nicht mehr gebunden. Ich halte insbesondere, wenn es vertraglich schon vorvereinbart ist, auch kann ich nur jedem raten, da nicht irgendwie zu unterschreiben, dass man darauf verzichtet. Und es gibt ja auch erste Anzeichen, so zumindest aus dem Umfeld meiner Heimatstadt Leipzig und Umfeld, dass die Wirtschaft behauptet, dass man jetzt so um 11, 12 Jahre zurückgeworfen sei. Das halte ich für eine sehr kühne These. Und damit begründet man eben, dass man ein Arbeitsplatzabbau, vielleicht kannst du ja dann aus dem Bereich NGG, weil das wird immer als so federführend mit jeder zweite Arbeitsplatz sei dort gefährdet, insbesondere was Gastro und Hotellerie betrifft. Wir haben in Leipzig, ist ja vielleicht bekannt, auch zwei große Automobilwerke, die viele Azubis haben, auch viele Mitarbeiterinnen, die alle auf Kurzarbeit gestellt wurden, Azubis wie auch Angestellte. Man fährt jetzt langsam wieder die Produktion hoch, aber auch da ist, und die haben relativ viele Azubis, die Situation für die Auszubildenden relativ unklar, wie es nach der Ausbildung weitergeht. Das sind die jetzt vielleicht im ersten und zweiten Ausbildungsjahr sich befinden, noch ein Stück weit entspannter, weil sie sagen, naja, wenn wir dann dran sind mit der Übernahme, ist vielleicht das alles wieder ein Stück weit besser. Caro, hast du da für uns... Ich gebe da gerne so einen kleinen Einblick beziehungsweise auch zu meiner Wahrnehmung. Vielleicht vorweg erstmal, ich finde es super schön, dass wir doch irgendwie thematisch und inhaltlich sehr nah beieinander sind und auch irgendwie sagen, ne, Auszubildende unterliegen irgendwie besonderen Schutzrechten, einfach aufgrund dessen, dass sie eben nicht in einem Arbeitsverhältnis, sondern im Ausbildungsverhältnis stehen und auch mitunter die Auszubildenden und auch natürlich weitergedacht dualstudierende Arbeitnehmer eben nicht diejenigen sein sollten, die irgendwie die Folgen der ganzen Corona-Pandemie auf dem Rücken austragen sollten. Das vielleicht schon mal vorweg gesagt, genau. So zum Thema Hotel- und Gaststättengewerbe, wahrscheinlich anders, als man jetzt irgendwie den Trend vermuten würde, oh mein Gott, ganz viele irgendwie Ausbildungsvertragsauflösungen, ist jetzt nicht der Trend, den wir offensiv wahrnehmen. Natürlich gibt es irgendwie vereinzelt junge NGG- bzw. NGG-Mitglieder, die auf uns zukommen und sagen, hey, da wird mir irgendwie ein Wisch vorgelegt mit einer Vertragsauflösung oder irgendeiner Zusatzvereinbarung, was hat es denn damit auf sich? Die größeren Sorgen, die wir aktuell eher intern haben, wie geht es weiter mit dem Ausbildungsstart jetzt auch 2020? So fängt der regulär auch zum 1.8. an, zum 1.9. oder vielleicht später auch erst zum 1.10. oder 1.11. Und vor allem jetzt ist ja zumindest auch schon ein leichter Trend absehbar, dass irgendwie Ausbildungsstellen zurückgefahren werden und weniger gemeldet wird. So, und das ist so unsere Hauptsorge zu sagen, also wir haben ja die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen jetzt irgendwie, die in den Markt rein wollen. Und die Befürchtung ist halt eben, dass da das Passungsproblem quasi noch verstärkt wird jetzt. Genau. Du sprichst genau die Zukunft an sozusagen. Also das, wo wir ja gehofft haben, dass sozusagen auch Politik, auch der sächsische Schutzschirm sozusagen ein Stück weit weitergreift und in die Zukunft blickt. Wir sehen es auch bei der IG Metall, werden sozusagen... Also ich nehme sie beispielhaft, weil wir auch Astrid hier dabei haben wollten, sie die Dokumente mir im Vorfeld zugeschickt hat. Wir sehen den Rückgang. Also die Betriebe nehmen Ausbildungsplätze zurück, also melden sozusagen auch weniger. Wir haben es jetzt auch vom LAB sozusagen, vom Landesausschuss berufliche Bildung, vom Vorsitzenden, dass es bei Handwerkskammer und IHK schon um die 17% weniger sind, gemeldete Ausbildungsstellen. Und ja, wir wollen natürlich dagegen halten. Da ist sozusagen auch unsere Forderung, die Verbundausbildung zu stärken. Ja, um da sozusagen einfach auch eine Sicherheit zu geben, auch ja, und da eventuell einfach auch das Geld, was sozusagen wir ja auch nutzen wollen, um die Zukunft abzusichern. Dort sehen wir das Geld gut platziert in der Verbundausbildung, wo Betriebe gemeinsam ausbilden, wo auch einfach Dinge abgefedert werden können, nicht nur Inhalte, sondern einfach auch finanzielle Ressourcen und Möglichkeiten von kleinen und Kleinstbetrieben, dass die Ausbildung weiter stattfinden kann. Da sehen wir auf alle Fälle die Verantwortung auch der Politik, dort Anreize zu schaffen, in diese Verbundausbildung reinzugehen.
Und eventuell noch mal kurz zurück zu den Insolvenz-Azubis. Du hattest es ja angesprochen, Caro. Wir haben jetzt nicht die Flut sozusagen derer, die das Ausbildungsverhältnis kündigen. Ich sag mal so, es war ja jetzt auch eine Investition die letzten Jahre. Die kann man ja jetzt nicht einmal so über den Haufen werfen. Gut, ist immer gern das Argument, das kennen wir ja auch. Aber auch da muss es Anreize geben, wenn es Menschen gibt, die sozusagen in der letzten Phase stehen, dass und ein Betrieb sagt, Mensch, hier, wir haben noch Kapazitäten, wir nehmen den auf. Auch da sehen wir eine Möglichkeit von der Politik, einfach da eine Förderung für die Unternehmen, die sagen, okay, wir nehmen jetzt sozusagen Insolvenz-Azubis auf, damit sie schlussendlich ihre Ausbildung noch erfolgreich abschließen können. Das ist so unsere Position. Ich weiß jetzt nicht, in Leipzig, du hast es ja angesprochen, Sören, war das dann schon plastisch vor einem, dass sozusagen da die Ausbildungsplätze wegbrechen, oder war es eher so sowas, was in den Raum gestellt wurde? Naja, es gab die Absprache mit den Kammerpräsidenten, wo rückgemeldet wurde durch die Ausbildungsbetriebe, dass von den etwa 9.500 Auszubildenden, die es betroffen hat, etwa ein Drittel die Ausbildungsbetriebe signalisiert haben den Kammern gegenüber, dass sie sich außerstande sehen, das Ausbildungsverhältnis fortzuführen bzw. zu beenden. Das hatte dann zwei Dinge zur Folge. Zum einen, dass der Freistaat Sachsen angekündigt hat, wir sind da als Kommune in Leipzig zunächst auch in Vorleistung gegangen, zunächst dem Arbeitgeber zu sagen und dem Ausbilder zu sagen, für 2 Monate übernehmen wir erstmal das Azubi-Gehalt. Das war ein erster Schritt, um sie eben auch nicht in Kurzarbeit zu schicken. Und es gab dann, das ist ja das, was du mit Verbundausbildung ein Stück weit andeutest, allerdings eben nicht verordnet, sondern durch die Kammern auch ein Stück weit vermittelt, wo tatsächlich Firmen in die Schieflage geraten sind, wo die Azubis dann zu anderen Firmen unproblematisch wechseln konnten und dort zumindest in der Phase der Schieflage erstmal weiter runtergekommen sind. Da fand ich, ist man sehr solidarisch ein Stück weit, ist man sehr solidarisch miteinander umgegangen. Vielleicht war es auch der Anreiz, dass dann Stadt und Freistaat gesagt haben, die entstehenden Kosten übernehmen wir natürlich. Ja. Also siehst du das auch als Möglichkeit für den Bund sozusagen, dass auch? Ich wünschte mir, dass wir eine bundeseinheitliche Regelung hinkriegen würden, die auch verpflichtend ist. Weil im Augenblick so zu hoffen, dass man vielleicht einen guten Kammerpräsident oder eine Präsidentin hat, die sich dann sehr engagiert mit den Gewerken da ins Benehmen setzt und entsprechend dann was aushandelt, das mag an der einen oder anderen Stelle gut funktionieren, aber mir wäre ein bisschen mehr Verlässlichkeit, rechtliche Bindung deutlich lieber. Dass auch sowohl arbeitgeberseitig, aber eben auch die Azubis wissen, ich habe da eine Sicherheit, da gibt es einen Anker, auf den ich mich verlässlich verlassen kann und nicht irgendwie das Gutdenken meines Chefs oder meiner Chefin, beziehungsweise dass da irgendwas sich gut fügt oder schiebt, sondern das ist tatsächlich, und das kann man bundeseinheitlich regeln und das muss man, glaube ich auch. Gibt es im Augenblick ein Stück weit einen Streit in der Regierungskoalition, das Arbeitsministerium will das schon noch ein Stück weit sicherer machen, der Koalitionspartner sträubt sich da im Augenblick. Gut, dass du es ansprichst. Die Rückmeldung habe ich leider auch von den Kolleginnen und Kollegen auf der Bundesebene. Die Allianz für Aus- und Weiterbildung sozusagen, wo ja auch der DGB, aber auch vor allen Dingen die Arbeitgeberverbände, die Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer und die Regierungsparteien beteiligt sind. Die Allianz für Aus- und Weiterbildung ist in vielen Punkten da sozusagen nicht so weit, wie wir das sozusagen in unseren Forderungen für notwendig erachten. Da wird vor allen Dingen ganz viel auf den Paragraph 19 BBIG rumgehackt, sprich wieder um diese 6 Wochen Azubi-Vergütung, die ja irgendwie zu viel sind. Das ist, also um das mal persönlich zu sagen, es ist irgendwie auch schon so ein bisschen eine Farce, weil es schlussendlich nicht darum geht, irgendwie in die Zukunft zu blicken, sondern einfach jetzt sozusagen auf dem Status quo zu verharren und zu sagen, wir haben jetzt viel Geld ausgegeben in den letzten 6 Wochen, meine Azubis waren so teuer und jetzt gebt mir das Geld. So, da muss man doch voran. Wo auch Arbeitgeber und Ausbilder sagen, nee, ich habe tatsächlich, du hast es ja angesprochen, gerade wenn man in der Endphase der Ausbildung ist, so ein Azubi kostet ja ein Stück weit auch Geld und man hat ja die Hoffnung, also zumindest habe ich viele Ausbilder so auch erlebt, die vielleicht auch noch sehr enthusiastisch waren, die gesagt haben, das ist meine Zukunft, die ich mir hier auch ein Stück weit rangezogen habe. Das sind aber, wenn ich auf solche Ausbilder treffe, das sind auch nicht die, die wegen den 6 Wochen dann irgendwie schon in Tränen oder in Hektik verfallen, dass sie dann irgendwie sagen, jetzt ist das ja alles gefährdet. Die stehen da drüber. Aber es gibt welche, wo es tatsächlich
knapper alles funktioniert, die dann sagen, okay, also entweder die Hände aufgehalten und irgendwie Staat zahlt oder das endet jetzt hier. Ja, das ist so ein bisschen Pistole auf die Brust, ne? Ja. Also da die Zeit drängt jetzt halt auch. Es soll ein Spitzengespräch geben Ende Mai, Sören, wo sozusagen dann auch nochmal so konkret über dieses Papier verhandelt wird. Wie gesagt, aktuell haben wir doch schon einige Bauchschmerzen, was das Papier anbetrifft, weil vor allen Dingen Dinge, die von unserer Seite für strittig gestellt wurden, dann plötzlich als geeint dargestellt werden und wir halt auch immer wieder aufpassen müssen. Nee, Leute, das so wollten wir es eigentlich nicht so. Und ein Stück weit müssen wir da auch den Druck weiter erhöhen auf die Regierungsparteien, da schlussendlich noch zukunftsorientierter zu handeln. Können wir dich da sozusagen, ja, als unseren Partner an der Seite wissen, dass du sozusagen eventuell auch mit Thematisierung im Ausschuss oder eventuell auch über einen Initiativantrag da die Regierungsparteien auch noch ein Stück weit in die Verpflichtung nehmen kannst? Also ich will da leider euren Optimismus ein Stück weit bremsen, weil es ist hier in Berlin leider so, alles was von den Oppositionsfraktionen kommt, wird in Bausch und Bogen immer in Papierkorb geworfen bzw. abgelehnt. Ich halte aber das Zusammenspiel, dass man im Gespräch auch mit den beiden Regierungsfraktionen bleibt, für wichtig und auch, dass man, und da macht ihr, glaube ich, ganz, ganz viel richtig, vielleicht auch alles richtig, viel Öffentlichkeitsarbeit zu tun, Bündnisse zu schmieden, Gespräche zu führen, tatsächlich einen Druck zu erzeugen, dass man auch hier, und als wir über die Neuverhandlung zum BIPIC gesprochen hatten hier in Berlin und die Anhörungen hatten und die Gewerkschaftsvertreterinnen und Vertreter gesagt haben, an der oder jener Stelle stimmt etwas nicht. Und die IG Metall-Jugend hatte auch eine Vertretung hier im Büro gehabt, die mir so einen Forderungskatalog, was dort unbedingt rein muss. Das hat schon gewirkt und das hat auch Wirkung gezeigt. Und ich glaube, dass man an der Stelle da jetzt einfach auch dranbleiben muss. Und ich kann nur junge Leute, die vielleicht in Ausbildung sind und sich gewerkschaftlich noch nicht so trauen zu engagieren, nur tatsächlich ermuntern zu sagen, schau dich mal vielleicht bei deinem in der Berufsschule bei deinem Azubi rechts oder links neben dir um. Und vielleicht hat der ein oder andere einen Tipp. Und ich habe gerade so mit Blick auf NGG einen Cousin, der da ganz rührig ist, der seine Azubis, der ist dort Ausbilder, auch ein Stück weit immer wieder zeigt, da gibt es auch eine Interessenvertretung für dich, für euch, wenn ihr mal reden wollt oder wenn ihr Hilfe braucht. Und das ist gerade für junge Leute wichtig. Häufig spielt das in ihrer Optik oder ihrer Wahrnehmung leider noch nicht die Rolle, weil sie sagen, ja, ich bin ja jetzt erst am Anfang und gewerkschaftlich organisieren oder binde ich mich irgendwie. Ich glaube, junge Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter sind und auch die Gewerkschaften sind mittlerweile so hip, dass das gut funktioniert und ich kann da jeden nur ermuntern zu sagen, ist auch, also außer dass man auch mit Gleichgesinnten sich austauschen kann, sich engagieren kann, man bewirkt mehr, wenn man sich gemeinsam zusammentut, als wenn jeder oder jeder Einzelne da versucht, irgendwie für sich zu wirken. Das ist wunderbar, danke sozusagen auch für unsere Arbeit. Ich nehme das jetzt mal als großes Lob auf. Wir waren ja sozusagen auch dabei verblieben, dass wir auch noch mal kurz über die Studierenden sprechen. Ich weiß, kurz ist jetzt leider, ja, die Zeit drängt. Ich meine, auch deine Zeit ist sozusagen auch begrenzt für uns. Nichtsdestotrotz möchte ich sozusagen das Thema Studierende auch noch ansprechen. Wir sind sozusagen auch studentisch organisiert. Wir haben viele Kolleginnen und Kollegen an den Hochschulen, ja, denen schlussendlich die Einnahmequellen weggebrochen sind. Ja, wir haben ja sozusagen den bundesweiten Trend, nur 13% der Studierenden erhalten überhaupt noch BAföG, weil die Bedarfssätze seit Jahren und Jahrzehnten nicht angepasst wurden. Sprich, viele sind sozusagen durchs Raster gefallen beim BAföG, müssen sich selbst irgendwie finanzieren. Die Eltern in Kurzarbeit, wie gesagt, dasselbe Problem wie auch für die Auszubildenden. Und jetzt sind die Nebenjobs weggebrochen, also gleich gen Null. Ja? Und irgendwie haben wir den Eindruck, Frau Karliczek checkt es nicht. Ja, also jetzt soll sozusagen sich so ein junger Mensch schwer verschulden, ja, wegen Corona, die Wirtschaft nicht, ne, so, aber so ein junger Mensch soll jetzt einen dicken Kredit aufnehmen, damit er was Essen auf dem Tisch hat. Wie wird das denn so diskutiert im Ausschuss, oder wie?
Wir hatten dazu tatsächlich die Bundesbildungsministerin, Frau Karliczek, im Ausschuss, wo es um die Situation von Studierenden in Corona-Zeiten ging, wo wir gesagt haben, das ist ja eine Forderung, die wir als Linke schon länger aufgemacht haben. Auch die SPD und die Grünen sind da sehr rührig. Koalitionspartner sträubt sich, zum einen die Regelsätze des BAföG deutlich zu erhöhen und zum anderen auch die Zugangsbarrieren zum BAföG deutlich zu minimieren und abzubauen und eben, das hatten wir ja vor uns auch bei den Azubis angesprochen, nicht das finanzielle Möglichkeit von Mama und Papa darüber entscheiden, ob er oder sie irgendwie studieren kann. Genau das Ganze auch elternunabhängig zu gestalten. Daraufhin meinte die Bundesbildungsministerin tatsächlich, naja, da kann man ja einen Bildungskredit aufnehmen. Also man geht irgendwie sich verschulden, um irgendwie da, das Problem ist ja, die meisten Studierenden, und wenn man so an die eigene Studienzeit zurückdenkt, ist ja nicht nur so, dass man sein Studium, klassische Studienausgaben damit finanziert, sondern man finanziert ein Stück weit sein Leben damit. Und wenn ich jetzt so meine Kommilitonen von damals mir anschaue, die tatsächlich ganz viel in der Gastro gearbeitet haben, neben des Studiums her, das ist alles weggebrochen. Das heißt, die Einnahmen sind weggebrochen, die WG-Miete muss aber trotzdem weiter bezahlt werden. Und vielleicht auch da sind wir wieder mal bei einem Handyvertrag oder dass man die eine oder andere Ausgabe hat, die gehen ja weiter. Und deswegen hatten wir gefordert, dass wir eine Sonderzahlung, ähnlich wie das in anderen Bereichen auch ist, unabhängig, ob jemand BAföG bekommt oder nicht, für Studierende ermöglicht, um tatsächlich erstmal über diese Phase hinauszukommen. Die Bundesregierung hat dann wenigstens vorgeschlagen, dass die, die schon BAföG kriegen, noch so einen Corona-Bonus on top kriegen. Aber du hast die Zahl genannt, 13% kriegen es ja nur. Und was ist mit den über 80%, die gar keinen BAföG kriegen, die im Augenblick von Minijobs leben mussten oder leben müssen? Und ich habe in meiner Sprechstunde auch drei Studierende gehabt, die sich aufgrund der jetzt sehr kurzen Phase zwar, aber entscheiden mussten, das Studium zunächst zu unterbrechen. Also ja. Die Gefahr besteht dort, es gegebenenfalls auch abzubrechen. Wenn man gesagt hat, zweimal er, einmal sie, mussten sich dann irgendwie was suchen, um da durchs Leben weiterzukommen, weil man ja als Studierender auch nicht einfach zum Jobcenter gehen kann und ALG 2 beantragen. Das funktioniert ja nicht. Das heißt, sie mussten sich formal erstmal wieder vom Studium abmelden und konnten dann zum Jobcenter gehen. Das ist ein unhaltbarer Zustand. Gut, also da sind wir uns, genau, also da sind wir stark beieinander. Da ist sozusagen nur die Aufnahme von Krediten, die wir absolut ablehnen. Ich halte Bildungskredite sowieso für ein völliges Unding, um sich ein Studium zu finanzieren. Ja, auf jeden Fall. Auch da unserer Seite. Ich höre, Paul schnaubt. Paul, willst du vielleicht auch nochmal, ich meine, du hast die Kolleginnen und Kollegen auch in einer Beratung. Wir machen viel Webinare, Arbeitsrechtsberatungen in Corona-Zeiten und. Paul, wo siehst du denn sozusagen da auch eventuelle Flöcke, die wir noch einhauen können, um schlussendlich noch ein Stück weit was für die Studierenden machen zu können. Ja, genau. Wir machen ja Arbeits- und Sozialrechtsberatung an vielen sächsischen Hochschulen. Und da schälen sich immer zwei Aspekte heraus, auch bei dem, was uns die Hochschulgruppen zurückmelden. Das eine ist tatsächlich die Studienfinanzierung, die wir jetzt schon angesprochen haben, die eben auch sehr schwierig ist. Wir hatten da Beratungsfälle, wo es vor allem erstmal um Kündigungen ging, also ja, wo Studierende mit ihren Kündigungen in die Beratung gekommen sind und gefragt haben, okay, ist das so statthaft? Und wir mussten eben feststellen, nee, viele Kündigungen, die da auch so fristlos oder in sehr, sehr kurzen Fristen ausgesprochen wurden, wären eigentlich gar nicht statthaft gewesen. Und natürlich ist da sozusagen die Hemmschwelle, dann sich anwaltliche Hilfe zu holen oder auch vors Arbeitsgericht zu ziehen, wo man ja dann 3 Wochen Zeit hat, das da zu beanstanden, natürlich relativ hoch. Ne? Also für gerade jetzt für uns auch im Rechtsschutzbereich ist das ja durchaus täglich Brot. Ne? Kündigung, okay, ab zum Arbeitsgericht damit. Ist natürlich bei Studierenden anders. Genau, der zweite Aspekt ist aber auch das Studium durchzuziehen. Und da melden uns alle zurück, okay, das hier wird es kein, dieses Semester wird es keinen Normalbetrieb geben, ja, also wirklich auch Leute, die sagen, ja, die E-Learning-Plattformen, die sind eigentlich ganz gut, aber das kann trotzdem hier einfach nicht unsere Präsenzseminare ersetzen. Und das sagt ja selbst, sozusagen sagen ja selbst bildungswissenschaftliche Untersuchungen zum E-Learning, die sagen, nee, das muss miteinander kombiniert werden. Ja, es ist kein Ersatz, sondern Präsenz- und Online-Phasen müssen sinnvoll miteinander kombiniert werden. Okay, ich komme zu einer Frage. Und zwar,
Karliczek hat quasi sozusagen im Regierungskompromiss zinslose Darlehen jetzt sozusagen hat darauf beharrt. Das ist jetzt die Lösung von 2 Monate Verhandlung. Das ist natürlich ja schockierend. andererseits aber bei 100 Millionen, die den Studierendenwerken zur Verfügung gestellt werden. Ja, siehst du gerade über diesen Topf für die Studierendenwerke da noch eine Chance, mehr rauszuholen? Da haben wir wieder die Situation, dass wir zum einen eine Bundesbildungsministerin haben, die nicht sehr engagiert, ich will das vorsichtig formulieren, für ihre Belange eintritt. Und wir haben dann einen Bundesfinanzminister, der auf dem Geld sitzt und der sagt, jetzt kommen alle und nee, dafür gibt es jetzt tatsächlich keinen Mehrbedarf. Und das ist immer schwierig. Ist ja auch, wenn auf Landesebene der Finanzminister dann über Kultus- oder Studienangelegenheiten entscheidet, ist das immer eine falsche Entscheidung. Und ich glaube, wir sind ja jetzt nach der Sommerpause in den Haushaltsverhandlungen auch wieder. Der Haushalts- und Finanzausschuss, ja, 2 Ausschüsse hier in Berlin, hat sich mit der Frage auch beschäftigt, dass man da tatsächlich einen Schluck aus der Pulle, die jetzt wahrscheinlich gerade rumgeht und viele einen Schluck brauchen. Aber wenn wir hier nicht tatsächlich finanzielle Mittel zur Verfügung stellen, bricht uns eine größere Zahl potenziell von Auszubildenden, beziehungsweise in dem Fall von Studierenden weg. Und ich habe auch mit Studierendengruppen gesprochen, die so der Auffassung sind, dass man dieses Semester eigentlich, jetzt Bonus ist das falsche Wort, aber so ein Solidarsemester zu machen, zu sagen, es wird auf die Regelstudienzeit nicht angerechnet, es wird auf die Studienzeit nicht angerechnet, es wird auch für die, die BAföG kriegen, nicht auf die Max-Studienzeit angerechnet. Das kann und sollte man zwingend regeln, weil das, was jetzt an Hochschulen und Universitäten passiert, ist mit einem regulären Betrieb ja nicht vergleichbar, zumal bis vor kurzem auch noch Bibliotheken zu hatten. Zwischenprüfungen, ähnlich wie bei den Azubis, sind nach hinten geschoben worden, beziehungsweise mussten entfallen. Die Abschlussprüfungen, die Vorbereitungen dafür, das ist alles. Wenn ich an meine Zeit während des Lehramtsstudiums denke, Hausarbeiten schreiben, das hat man zu großen Teilen in Bibliotheken getan. Wenn die zu haben, ich kann es mir nicht wirklich vorstellen. Da hat man die dann, wo Mama und Papa das dicke Portemonnaie haben, die kaufen sich dann wahrscheinlich Bücher und die, die auf Bibliotheken angewiesen sind, die schauen in die Röhre und sagen, ja, hänge ich halt mal noch 2 Semester dran. Und dann sind wir wieder bei der Situation, dass man da einen Ausgleich braucht, dass das nicht zum Nachteil wird. Ich wollte jetzt vor allem, da hast du jetzt mehrere Ebenen angesprochen, ich wollte vor allem, also wo sozusagen auch die Landesebene stark in der Pflicht ist, gerade bei den Regelungen zum Solidarsemester, da würde ich gleich nochmal drauf zurückkommen, aber ich wollte auf eine Möglichkeit dieser Soforthilfefonds hinaus, also 100 Millionen, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, für bundesweit wird total schnell aufgebraucht sein bei den Studierendenwerken und wir haben jetzt sozusagen die Ankündigung oder es scheint irgendwie in der Luft zu schweben, dass die Landesregierung das gerne aufstocken möchte in Sachsen, aber trotzdem dann sozusagen diese Soforthilfen als Darlehen ausgegeben werden. Also es gab sowieso immer schon quasi aus Eigenmitteln der Studierendenwerke gab es ein sozusagen ja so ein Notfallfonds für eine soziale Absicherung. Ich war dann auch schon Beispiele sozusagen von Leuten, die das jetzt angenommen haben und die Landesregierung beabsichtigt wohl, das aufzustocken, aber nur als Darlehen wieder. Also auch auf Landesebene scheint das so auf eine Darlehenslösung hinauszulaufen. Das, also, ja. Wäre, ich meine, es sind dann letztlich Entscheidungen sind ja mehr haushalterisch. Gäbe es da nicht noch eine Möglichkeit auf Bundesebene auch zu sagen, okay, wir werfen halt doch nochmal diese Idee des gemeinsamen Bund- und Länderfonds für die Studierendenwerke auf und gucken da, was wir zumindest mit diesen 900 Millionen ungenutzter BAföG-Mittel machen. Ich meine, hallo, die liegen im Haushalt jetzt rum. Wird es schon jemanden geben, der darauf zugreifen will? Also ja. Liegen nur auf dem Papier rum, das ist schon leider so. Aber ja, das wird aber eben nur funktionieren, wenn man auch den Anreiz an Studierende, die darauf angewiesen sind, macht, dass man nicht sagt, du musst das irgendwie in einem halben Jahr, auch selbst wenn es zinslos ist, zurückzahlen, sondern dass man sagt, du kriegst jetzt einen Studienzuschuss. Einen Zuschuss, ja. Wie man das ja für die Firmen, für die Wirtschaft genauso aufgelegt hat. Und man nicht gesagt hat, man gibt ja irgendwie ein Darlehen und dann kann die Wirtschaft irgendwie das mal später zurückzahlen, sondern sagt man, man nimmt Steuergeld in die Hand,
und steckt es in die Firmen, damit die nicht krachen gehen. Und ich glaube, wenn ich mir angucke, was da bezahlt wird, ich will jetzt gar nicht die an den Aktien gehandelten Unternehmen, die große Dividenden ausgeschüttet haben und trotzdem Millionen bis Milliarden Staatsknete und Hilfe gerade in Anspruch nehmen. Und dann scheitert es irgendwie an 100, 200 Millionen Euro, die man sagt, ja, liebe Studierende, wir geben sie euch, aber ihr zahlt sie uns zurück. Völlig, also ist nicht nachvollziehbar. Und wir sind zumindest im Haushaltsausschuss, das macht die Kollegin Gesine Lötsch hier in Berlin, auch schon vorgedrungen, nicht jetzt per Antrag, sondern auf die anderen Fraktionen zuzugehen, weil das der vielleicht effektivere Weg ist, als wenn jetzt die Linke oder die Grünen einen Antrag schreibt, zu sagen, lasst uns gemeinsam, ihr könnt doch gerne dann die Initiative nach außen verkaufen, aber dass am Ende auch was bei rauskommt und bei den Leuten ankommt. Ja. Es wird eine verlorene Generation schlussendlich dann auch. Ja, also das muss eigentlich auch jedem bewusst sein. Das ist auch Stichwort auch Ausbildung, Stichwort Studium sozusagen. Also wir leben nun auch in der Zeit, dass man sich schlussendlich auch irgendwo finanzieren muss. So, also Hinblick auf die Zukunft, Fachkräfte von morgen, von übermorgen. Ja, wenn jemand sein Studium 2 bis 3 Semester schieben muss, ja, oder sagt, okay, ich muss den Kredit erstmal abstottern, bevor es irgendwie weitergeht, das funktioniert so nicht. Also, ja. Ja. Okay, ich gebe mal noch mal ganz kurz eine zeitliche Rückmeldung. Wir haben jetzt 45 Minuten Aufnahmezeit, also sind wir eigentlich noch ganz gut dabei. Und ich wollte noch mal darauf hinaus, also genau, Marlene hatte das anfangs angesprochen, dass die BAföG-Quote nur noch bei 13% liegt. Also 13% der Studierenden beziehen BAföG. Und das ist ja eine Quote, die über Jahre immer weiter gesunken ist. Und hat ja jetzt, zeigt ja jetzt eigentlich auf brachiale Weise, dass das zur sozialen und ökonomischen Absicherung der Studierenden offenbar nicht geeignet ist. Also in dieser Krisensituation, ne, also das ist schon, also das ist leider eine Debatte, die viel zu wenig geführt wird, aber das führt uns natürlich zu der Frage, okay, wie kann es jetzt weitergehen mit dem BAföG, damit das wieder zu einem ordentlichen Sicherungssystem wird? Was sind da eure Vorstellungen? Na, wir hatten, das macht unsere hochschulpolitische Sprecherin Nicole Gulke, wir haben ein eigenes Gesetz zum BAföG-Änderungsgesetz vorgelegt, wo wir logischerweise zum einen die seit gefühlten Ewigkeiten nicht erhöhten Sätze anpackt, dass man also deutlich mehr gibt, dass man auch, ich denke da an meine eigene Studienzeit zurück, auch die, wenn dann so Briefe vom Bundesamt kommen, was die Rückforderungen des BAföG betrifft, dass man auch dort mehr Anreize schafft, zu sagen, dass tatsächlich Teile auch, größere Teile als Zuschuss gewährt werden und weniger als Darlehen oder dann rückzahlbare Unterstützungsleistung. Und das nächste ist, dass man die Zugangsbeschränkungen, das ist ja das, was wir anfangs schon angesprochen hatten, also die Hemmschwelle erstmal, also ich, wenn ich mich zurückdenke und die Antragsformulare sind nicht weniger geworden worden, durch wie viele Seiten man sich dort erstmal durchkämpfen muss, um es zu beantragen. Dann hatte ich in meiner damaligen Studienzeit in Kommilitonen, wo die Eltern getrennt waren, wo es ganz schwierig war, die Unterlagen vom getrennten Partner, also der Mutter, konkret der Papa, da irgendwie an Unterlagen zu kommen. Also es war ihm fast unmöglich irgendwie, das hat fast ein Jahr gedauert, bis alle Unterlagen da waren, bis da auch nur ein Euro geflossen ist. Das sind Situationen, wo ich sage, wenn man es elternunabhängig gestaltet, und sagt, okay, lass uns diesen Weg gehen. Das würde dann auch deutlich mehr an den Genuss bringen, entsprechenden Anspruch auf BAföG zu haben. Weil ansonsten ist ja die Frage, ist BAföG dann überhaupt noch das System der Zukunft? Viele finanzieren sich ja tatsächlich über Minijobs, über Eltern, beziehungsweise auch Teile über Bildungskredite. Das ist auch gesellschaftlich gar nicht so bekannt, wie drastisch oder wie hoch mittlerweile die Rolle dieser Nebenjobs ist für Studierende, sich ja zu finanzieren, gerade bei den hohen Mieten, die es eben in den Oberzentren und den Hotspots in den Städten gibt. Wo für mich natürlich die Frage besteht, wie viel hat dann Bologna ich meine, wenn der Studierende schlussendlich, also die Bologna-Reform wurde ja entwickelt, damit die Studierenden schneller auf den Arbeitsmarkt strömen. Ja gut, wenn ich mein Studium natürlich schiebe, damit ich mich finanzieren kann, ja, dann dauert es auch wieder länger. Also ich denke an meine Studienzeit zurück. Auch ich habe sozusagen ein Jahr verlängern müssen, weil ich mich finanzieren musste.
Ja, also das hebt sich dann auch miteinander auf, ne? Also. Wobei ja gerade, ich habe ja Lehramt studiert an der Uni Leipzig, da in der Phase noch auf Staatsexamen, dann wurde der Bologna-Prozess eingeführt, es gab das Umswitchen und es sollte alles schneller gehen. Mittlerweile ist man da ja wieder von abgekommen, gerade in dieser Studienrichtung. Also es hat nicht wirklich funktioniert und das, was du ansprichst, wenn dann der finanzielle Druck auch noch da ist, dass man sagt, du musst es aber jetzt schaffen, ansonsten waren irgendwie die 3,5, 4 Jahre und sonst, die du da in deiner Lebenszeit investiert hast, dann ist erhöht das zumindest den Anreiz, ein Studium überhaupt aufzunehmen, überhaupt nicht. Und das ist ja das, was wir auch vorhin ein Stück weit schon andiskutiert haben. Wenn die finanziellen Voraussetzungen aus dem Elternhaus nicht günstig sind, das sieht man an den Zahlen, wenn man mal so eine Korrelation zwischen den familiären Verhältnissen der Eltern und denen, die dann zum Studium gehen, die oder gegebenenfalls eine Ausbildung machen, da gibt es ein krasses Missverhältnis. Und da merkt man wieder, dass die finanziellen Voraussetzungen, die die Eltern mitgeben, für die ein Kind oder ein Jugendlicher überhaupt nichts kann. Man wird in eine Familie hineingeboren, entweder Eltern geht es relativ gut, dann hat man viele Möglichkeiten, oder den Eltern geht es relativ schlecht oder so, dass man irgendwie zwar viel für die Kinder tut, aber eben an Grenzen stößt, dann hat man deutlich schlechtere Bildungschancen, deutlich schlechtere Ausbildungschancen und dann perspektivisch auch in der beruflichen Karriere schon das Nachsehen. Ja. Da könnte ich jetzt noch viel, dass man da über Kindergrundsicherung, aber da schweifen wir dann, glaube ich, ein Stück weit ab. Spannend, spannend. Also da sind wir, glaube ich, auch nah beieinander, auch aus gewerkschaftlicher Sicht, auch aus der DGB-Jugendsicht in dem Themenfeld. Ich würde jetzt sozusagen in Anbetracht der Zeit, wir haben es jetzt 19:03 Uhr, wir hatten uns ja bis 19 Uhr verabredet gehabt, würde ich sagen, dann. So ein kleines Feedback, auch in so einer digitalen Runde, würde ich gar nicht so schlecht finden. Genau, und ja, vielleicht magst du ja gleich mal anfangen, Sören, wie fandst du es denn so? Also ich war anfangs, gebe es zu, ein bisschen skeptisch, weil jetzt ganz viel über Telefon und Video funktioniert. Und bin so, das hat vielleicht auch was mit Lehrersein zu tun. Lieber der Mensch, der Leuten gegenüber sitzt in einer lockeren Runde, wo man so die Atmosphäre im Raum spürt, wo man auch mal so ein paar Zwischenbemerkungen machen kann, wo einfach die Atmosphäre eine andere ist. Aber gut, das können wir jetzt gerade nicht. Und von daher finde ich dieses Format, sich auch per Video zu treffen, hat auch einen Vorteil, weil weite Strecken können über das Netz viel, viel schneller überwunden werden als mit Zug, Fahrrad, Auto, was da so zur Verfügung steht. Von daher, cooles Format und ich habe auch spannende Eindrücke mitnehmen können und auch so die verschiedenen Bereiche, die wir heute angesprochen haben, also insbesondere auch für meine jetzige Arbeit im Ausschuss für Bildung hier im Bundestag, viele Impulse auch mitnehmen können, die nächsten Wochen bis zur Sommerpause sind ja noch einiges, hier auch mich bereichern. Und ich werde das auch, das erlaubt mir zumindest noch, mit meinen Kolleginnen, zunächst aus der eigenen Fraktion, es gibt ja auch so interfraktionelle Treffen, auch darauf Bezug nehmen zu sagen, dass vielleicht man auch auf euch zugehen sollte und sagen, hier, das ist eine coole Sache, redet doch mal mit den Leuten, vielleicht erweitert das auch euren eigenen Horizont. Dankeschön. Caro, magst du was sagen? Gerne, gerne. Ja, es ist ein spannender Tag, weil ich habe heute in der Tat morgens um 9 mit der ersten Telefon-Videokonferenz angefangen und seitdem zieht sich das bis jetzt durch. Das ist so der aktuelle Alltag, wahrscheinlich bei nicht nur mir, sondern mehreren von uns. Nichtsdestotrotz, ich bin da ganz bei Sören. Also irgendwie Präsenz ist das, was irgendwie das Zwischenmenschliche auch immer ausmacht, nochmal so ein Stück weit. Ich will gar nicht sagen, dass das jetzt hier auf diesem Wege verloren geht, absolut nicht. Dafür sind wir auch irgendwie inhaltlich zu nah beieinander, als dass man sich dadurch irgendwie abschrecken lassen könnte. Und finde natürlich so eine Austausche ja auch immer sehr bereichernd, ne? Also egal von welcher Sichtweise aus, man lernt irgendwie immer was Neues dazu. Ja, von daher sehr gerne wieder. Und es war auch mein erstes MdB-Gespräch in der Tat. Ja, danke schön. Dann von mir oder Paul, willst du vielleicht auch noch was sagen? Ich will dich jetzt hier nicht so als. Du machst den Schluss. Okay, na Genau, los. Technik hat einigermaßen funktioniert. Die Internetleitungen sind nicht abgeschmiert. Das freut mich schon mal. Ich hoffe, die Aufnahme ist jetzt was geworden. Ja, also über diese speziellen Gruppen, jetzt mal abgesehen davon, dass wir natürlich tagtäglich damit zu tun haben, finde ich, wird in der öffentlichen Debatte viel zu wenig gesprochen, weil ja irgendwie jede 3, 4, 5 Tage neue, ja, jetzt sind es Lockerungen.
keine jetzt, ja, genau, nicht mehr Restriktionen, sondern jetzt geht es nur noch um Lockerung. Vor allem diskutiert werden das Für und Wider und da so ganz bestimmte Gruppen und auch die soziale Frage geht da leider an ganz vielen Stellen unter und insofern fand ich es cool, dass wir das hier heute nochmal so ansprechen konnten. Ja, danke für die coole Überleitung, Paul. Also auch von mir ein herzliches Dankeschön, vor allen Dingen an dich, Sören, aber auch an Caro, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns da auch in Austausch zu treten. Für mich gesprochen, ist es sozusagen auch mein erstes digitales Gespräch sozusagen mit einem Abgeordneten des Bundestages. Ich fand es auch bemerkenswert, trotzdem nah, auch wenn wir sehr, sehr weit weg sind. Was ich schön finde und was mir irgendwie auch Hoffnung macht, ist, dass es auf alle Fälle Menschen gibt, die auch das Menschliche sehen, was jetzt gerade in dieser Pandemiezeit oft zu kurz kommt auf dem politischen Parkett, dass es schlussendlich auch immer wieder Schicksale dahinter stehen und Menschen und vor allen Dingen junge Menschen, die leider allzu oft nicht im Fokus stehen. Und ja, ich hoffe, dass du sozusagen auch unsere Forderungen und unsere Botschaft gut verbreiten kannst, am besten im ganzen Bundestag und vor allen Dingen an die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, die es noch nicht gecheckt haben, dass irgendwie die junge Generation einfach die Zukunft auch für die deutsche Wirtschaft ist, um es jetzt mal so platt auszudrücken. Weil schlussendlich geht es ja auch darum, uns als Gewerkschaftsjugend, dass ja, dass junge Menschen eine Perspektive haben hier in Deutschland. Und ich danke dir für das Gespräch. Gerne wieder. Ja. Vielleicht zu einem anderen Thema oder vielleicht nochmal zu diesem Thema, je nachdem, was die Pandemie jetzt hier irgendwie noch auslöst und was jetzt noch auf uns zugerollt kommt. Ich denke, wir sind alle gespannt und trotzdem positiv gestimmt und ja, wir bleiben im Austausch, Vielen würde ich Dank. jetzt. Ja, alles klar. Na dann, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Sören, für dich auch noch eine gute Sitzungswoche. Genau, und Jetzt ja, gleich wieder bis. rüber ins Plenum, ja. Ja, na dann grüß alle. Na Genau. dann tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Ich würde jetzt auflegen. Ciao.